Also meine ersten Eindrücke sind auf jeden Fall sehr gut. Ich habe die Spiele dann auch ab dem Zeitpunkt geguckt, wo ich mitbekommen habe, dass Interesse besteht. Und seitdem habe ich mir auch viel mehr von dem Verein angeguckt und meine Eindrücke sind richtig gut bis dahin und ich freue mich einfach hier zu sein. Ja, ich habe mich für Sampdoria entschieden, weil das Interesse relativ früh da war und es zeigt mir, dass der Verein mich dann noch haben will. Und in der Serie A ist eine der besten Ligen und Sampdoria ist auch ein Verein, der sich in der Liga durchsetzen kann. Und das hat mir dann noch gezeigt, dass ich gerne hierher kommen will und mein Potenzial hier weiter ausschöpfen will. Ja, dann bedanke ich mich bei Massimo Ferrero, dass ich hier sein darf, dass ich hier weiter Fußball spielen darf bei so einem großen Verein. Und jetzt ist es an der Zeit, dass ich zeigen kann, dass ich hier alles geben kann. Also, ich habe relativ früh angefangen, Fußball zu spielen, ob in Frankreich oder Deutschland. Aber durchgesetzt oder wo es dann weiterging, war dann meistens in Deutschland, wo es dann richtig anfing. Und da habe ich auch jede Jugend fast durchgemacht. Ja, ich denke, ich bin ein sehr zweikampfstarker Verteidiger. Mir ist wichtig, dass die Null am Ende hinten steht, dass wir kein Gegentor bekommen und dass wir auch Spiele gewinnen. Ich habe eine gute Mentalität, Spiele zu gewinnen und das kann ich der Mannschaft mitbringen. Und, genau. Es gibt viele Verteidiger, an denen ich mich auch wiedersehe. Es gibt Chiellini, es gibt Sergio Ramos, an den Verteidigern messen, weil die haben viel gewonnen. Die sind sehr gute Teamspieler, gute Mentalität und auch mit dem Alter, wo die jetzt reinkommen, liefern die immer noch ab und es sind so Verteidiger, wo ich dann hochgucken kann. Ich denke, erstmal sein Werdegang von Mustafi ist sehr, sehr groß. Aber ich denke, jeder schreibt seine eigene Geschichte im Fußball. Ob es bei mir dann so läuft, das weiß man nicht. Ich probiere jetzt einfach hier mein Ding zu machen, um meine Spiele zu machen. Und der Rest, der kommt dann mit der Zeit und das wird man dann sehen. Ja, ich denke mal, von der Eredivisie, holländischen Liga, ist das ein sehr, sehr großer Schritt in die Serie A. Ich glaube, Serie A ist Top 4 Liga mit der englischen, spanischen, deutschen. Das sind so die Ligen, wo man als Fußballer hin möchte. Und das mit der Nationalmannschaft, ich bin auch Franzose. Das bedeutet, ich kann auch für die Französische spielen. Aber das wird alles, erstmal muss man seine Leistungen in den Club bringen und dann mit der Nationalmannschaft muss man dann gucken. Ja, ich denke, so wie ich gehört habe, haben wir eine sehr gute Mannschaft dieses Jahr. Wir wollen angreifen die Saison, sagen wir mal so. Wir wollen versuchen, Wochenende für Wochenende Punkte zu sammeln. Und dann im Endeffekt gucken wir dann, wo wir bleiben. Aber ich denke, wir werden sehr viel hart arbeiten und dann wird man das Resultat am Ende sehen. Ja klar, würde ich mir das wünschen. Ich werde auch alles reinhauen, dass ich am Ende auch so geschätzt werde von den Fans. Und das würde ich durch Leistung und durch Mentalität, Siegeswillen, will ich das alles reinhauen und hoffe, dass ich dann auch so geschätzt werde wie der Spieler dann.